Einen wunderschönen guten Tag, liebe Profis. Wir sind für euch in Tschechien. In Tschechien wartet ein ganz besonderes Schmankerl, wie ihr wahrscheinlich schon erahnen könnt. An dem roten Leder sitze ich heute auf dem neuen Quadrac, der auf der Agritechnica erstmals in Europa zu sehen sein wird. Der Quadrac 715 ist der wohl bisher stärkste Schlepper, den es hier auf dem Acker gibt. Und natürlich haben wir uns das nicht nehmen lassen, ein paar Runden zu drehen. Damit fangen wir jetzt an. Jetzt die nächste Spur an. Das AFS Connect System hat der neue natürlich auch. Wir fahren über 5 Satelliten per RTK, können über das eingespeicherte Vorgewendet-Management die Schallmenge ablassen und geben mal ein bisschen Gas. Das höchste Drehmoment hat dieser Motor mit 16 Liter Hubraum bei 1400 Umdrehungen. Dann stemmt der Cursor 16 Motor unglaubliche 3200 Newtonmeter auf die Kurbelwelle. Wir schalten jetzt das automatische Drehen ein, können hier das Negativgas tippen, dann nimmt er die Drehzahl runter und der Bolide dreht Spur an Spur mit der 12 Meter Scheibenegge. Lassen die Ecke wieder runter, tippen den Button auf dem Boden und schon wird die Drehzahl wieder erhöht und der Motor beschleunigt auf die vorherige Geschwindigkeit. Es gibt natürlich auch eine Getriebeautomatik. Nach wie vor wird der Quadrac mit 16 Gängen vorwärts und 2 Gängen rückwärts geliefert. Auffällig ist natürlich auch bei dem Quadrac das neue Design. Das heißt, die Motorhaube wurde komplett neu designt und passt sich damit in der Reihe vom Magnum, Optum, Puma, Maxum an. Typisch amerikanisch sind die Harley Bars, wie man sie vor sich hat, um die Beine hier abzustützen. Wir würden uns tatsächlich auch noch seitlich welche wünschen, wann man den Sitz um 40 Grad schwenkt. Das ist übrigens eine feine Sache. Dann hat man nämlich das breite Anbaugerät direkt im Blick und kann mit wenig Kopfbewegung auch die Bahn ansehen, in der man gerade ist. So, jetzt dreht der Quadrac wieder automatisch in der Spur. Ablassen und man kann wieder beschleunigen. Die Kabine ist an 4 Punkten gefedert, ähnlich wie bei dem Vorgänger auch. Einen echten Kühlschrank gibt es auf dieser Kabine nicht. Unter dem Beifahrersitz hat man ein großes Ablagefach und wenn man möchte, kommt auf der rechten Seite hier ein großes Kühlfach als Option dahin, das man auch entnehmen kann. Das Heckhubwerk ist genauso eine Option wie die Heckzapfwelle für den Quadrac. Schließlich ist der Bolide vor allem für eins gebaut und das ist die schwere Zugarbeit. Habt ihr Fragen zum Quadrac? Habt ihr Fragen zu der Technik? Dann kommentiert uns, schreibt uns oder schaut in die Profi. Dort werden viele Details aufgeführt werden. Und wir beantworten natürlich auch gerne eure Fragen hier in den Kommentaren. Aber bevor wir uns den Quadrac von außen nochmal genauer anschauen, erzählt uns Tobias Pachler zusätzliche Details zum Quadrac. Er ist Spezialist bzw. Vorführfahrer für High Horse Power Tractors bei KCH. Hallo und Servus, mein Name ist Tobias Bachler, ich bin Produkttrainer bei KCH. Wir sind hier heute in Rosternice in der Nähe von Brünn in Tschechien. Ich bin richtig froh, dass ich euch heute den neuen Quadrac zeigen darf. Also wir haben da jetzt das Topmodell, das ist das 715, Quadrac 715 AFS Connect. Der leistungsstärkste Traktor, den wir anbieten können. Mit dem Traktor hier sind wir wirklich gerüstet für die weltweit größten und breitesten Anbaugeräte. Beim neuen Topmodell, den Quadrac 715, fällt einerseits das Design auf, aber es wurde noch viel mehr geändert. Wir bieten einen neuen Motor Cursor 16 mit 16 Liter Hubraum. Um die Leistung wirklich am Boden bringen zu können, haben wir die Rampenlaufwerke vergrößert. Sprich, das Antriebsrad wurde vergrößert. Durch das vergrößerte Antriebsrad können mehr Innenstollen in das Antriebsrad eingreifen. Die Länge des Laufbands wurde auch erhöht. Wir bieten jetzt 10 cm längere Bodenaufstandsfläche und bringen die Leistung noch besser am Boden. Auch in der Kabine gibt es Neuerungen. Der neue Headliner mit den neuen Armaturen, zusätzliche Ablagefächer, neues Soundsystem mit zusätzlichen Sprechern und auch ein fix verbauter Subwoofer. Wie ihr sehen könnt, das Arbeiten ist wirklich sehr, sehr komfortabel. Für die Vorstellung unseres AFS Connect Systems lasse ich den Tobias Benzing nochmal an Steuer. Beginnen wir vielleicht gleich mit dem Remote Display.
Wir können da jetzt direkt live den Display von Tobias sehen. Das heißt, wir können einerseits nicht nur sehen, sondern auch Anweisungen geben. Ich kann hier mit dem Finger eben ihm zeigen, wo er hinklicken soll. Dadurch können wir einfach besser den Fahrer Anweisungen geben und den Fahrer unterstützen. Hier im IFS Connect Portal sehen wir die Maschinen, die einem Betrieb zugeordnet sind. Hier kann ich einerseits die ersten wichtigsten Daten auslesen, Dieselstand, Betriebsstunden, Batteriespannung und so weiter, habe aber auch vollen Zugriff auf die Campus-Daten. Das heißt, die völlige Campus-Daten zur Verfügung, wo ich wirklich von Hydrauliköltemperatur und so weiter alles auslesen kann. Außerdem habe ich die Daten, wo ich wirklich die Auswertungen machen kann. Sprich, ich kann sehen, wie viel hat der Traktor gearbeitet, wie viel ist er gestanden, wann ist er gestanden, wann hat er gearbeitet, wann war er im Vorgewende und so weiter. Das ist einerseits das Flottenmanagementprogramm und dann habe ich zusätzlich noch das Farmprogramm. Das heißt, es ist wirklich eine Farm-Management-Software, die KSH kostenlos zur Verfügung stellt. Die kann wirklich jeder nutzen. Und in einem Farm-Management-Programm habe ich den Vorteil, dass ich wirklich einerseits den Betrieb planen kann und andererseits aber auch drahtlos sozusagen over the air Daten zum Traktor übermitteln kann. Das habe ich heute sogar schon gemacht. Direkt auf dem Feld, wo wir hier stehen, habe ich das Feld über das iPad aufgenommen, habe es direkt dem Traktor geschickt. Das heißt, ich bin nur noch im Traktor eingestiegen, habe das Feld ausgewählt, habe sofort meine Feldgrenzen, meine Vorgewendegrenzen und so weiter gehabt. Und der Traktor fährt schon und wendet auch automatisch dann. Also AdBlue Tank ist eben noch wichtig mit den 322 Liter, aber eben weniger AdBlue-Verbrauch, 20% weniger AdBlue-Verbrauch eben durch das andere Abgasnachbehandlungssystem. Wo wir gerade hier beim Motor sind, was wir noch sagen müssen ist, dass der Cursor 16 715 PS Nennleistung hat und eine Maximalleistung von 778 PS. Auffallend ist auch, dass das Abgasnachbehandlungssystem deutlich kleiner ausfällt als beim Vorgängermodell der Quadrac 645. Das hat einen einfachen Grund, denn mit der Leistungssteigerung über den neuen Motor ist der Quadrac in einer anderen Abgasklasse sozusagen. Das heißt, er dürfte in dieser Klasse mehr Partikel und mehr NOx ausstoßen und braucht daher weniger AdBlue als der Vorgänger. Nach wie vor arbeitet KSH in dem Quadrac mit dem SCR-Only-System. Das heißt, man verzichtet auf einen Diesel-Oxidationskatalysator und einen Diesel-Partikelfilter. Genau, Antriebsrad 10 cm vergrößert. Dadurch mehr Innenstollen, die Eingriff haben in das Antriebsrad. Größere Lebensleistung vom Laufband. Wie ist eigentlich mit der Übersetzung hier? Ist die gleich geblieben? Nee, ist vergrößert worden. Dadurch läuft der Traktor auch schneller jetzt. Ach so, ja. Das heißt, die Gänge sind alle, die läuft ja schneller. Ja, richtig. Die Geschwindigkeitsmatrix ist eine richtig, andere. Ist eine andere Matrix, ja. Natürlich einerseits, gut, Getriebe ist verstärkt, Achsen sind verstärkt und eben durch die Übersetzung hier verändert sich auch die Geschwindigkeitsmatrix, ja. Okay. Wir haben eine längere Aufstandsfläche, insgesamt ist das Laufband 30 cm länger. Ja, Tobias Pachler natürlich recht, insgesamt ist das Laufwerk 30 cm länger. Es steht allerdings um nur 10 cm mehr auf. Das heißt, es greifen ungefähr 3 Stollen mehr auf den Boden bzw. in den Boden ein, um die Kraft zu übertragen. Nach wie vor arbeitet Case mit der Gummifederung der Laufwerke. Das heißt, sie können als Dreieck natürlich pendeln um 10 Grad in jede Richtung. Und zusätzlich werden die Stützrollen sowie das gesamte Fahrwerk über Gummipuffer gedämmt. Beim Quadrac ist ja ganz klar, dass die Maschine ausgelegt ist für schwerste Zugarbeiten. Und bei Case ist es so, dass es hier einen zentralen Zugpunkt gibt im Knickgelenk selbst, wo die Kraft letztendlich aufwirkt. Dieser Gelenk geht nach hinten bis zum Zugpendel und wird zusätzlich aufgefangen von dem Toplink, quasi dem Oberlenker, und bildet dadurch eine sehr stabile Traverse, wo die Zugkräfte letztendlich in das Fahrzeug bzw. in den Mittelpunkt des Quadracs gelenkt werden. Zusätzlich hier Sonderausstattung, Zapfwelle im Heck. 1000er Zapfwelle dürfen bis zu 530 PS permanent übertragen werden. Der Quadrac wiegt in dieser Ausstattung etwa 30 Tonnen bei halbvollem Tank und zusätzlichem Frontballast mit Heckzapfwelle und Heckhubwerk. Diese verteilt sich etwa auf 50-50 während der schweren Zugarbeiten auf. Im Stillstand ist der Quadrac vorne ein wenig schwerer als auf der Hinterachse. Weil die Motorleistung des Quadracs ja so erhöht worden ist, das heißt, wir haben bis zu 87 PS permanent, die abgenommen werden können, ist natürlich auch der Tank vergrößert worden. Wir haben insgesamt hier 1980 Liter Diesel, die getankt werden können. Dafür sind die seitlichen Tanks, wie man sie beim
620er oder 645er Quadrak auch schon kannte, verbreitert worden, sodass es mehr Volumen gibt. Hier im Heck sieht man die 8 Steuergeräte, die sind nummeriert. Seit dem AFS Connect System können sie farblich auf dem Klavier hin und her geswitcht werden, wie man möchte. Und wir haben jetzt hier auch endlich die Entlastungshebel, wie beim Optum sie es gibt, dass man unter Druck die Schläuche kuppeln kann. Für die deutsche bzw. europäische Zulassung ist es so, dass der Quadrak gedrosselt wird. In Amerika wird der Quadrak bis zu 42 km/h schnell fahren dürfen. In Deutschland wird der Quadrak auf maximal 37 km/h begrenzt. Das heißt, bei niedriger Drehzahl im höchsten Gang fährt der Quadrak dann bis zu 37 km/h auf der Straße. So, nach der Straßenfahrt sind wir jetzt hier auf dem Rapschlag angekommen in Tschechien. Hier steht ebenfalls der zweite Stoppelsturz an und wir wollen jetzt in der Dämmerung uns mal mit den Scheinwerfern des Quadraks beschäftigen. Hier hat Casey ja nämlich nochmal Hand angelegt und verspricht bis zu über 76.000 Lumen mit den neuen LED-Scheinwerfern. Diese Scheinwerfer sind unter anderem an der neuen Dachreling angebracht, sodass der Fahrer nach getaner Arbeit es einfach hat, die großen Scheiben der Kabine zu reinigen. Eine tolle Sache, wie wir finden. Und jeder von euch wird sich sicherlich fragen, wo passt denn ein solcher Quadrak hin? Dazu besuchen wir jetzt den Betrieb Rosenice. Wir sind ja in Tschechien und der Betriebsleiter Pavel wird uns den Betrieb vorstellen. My name is Pavel. We are in Rosenice in Czech Republic. It's one of the largest farm in Czech. We have over 10,000 hectares. For the main tillaging and field works, we use quadraks. We have 7 quadraks in company. And we produce barley, wheat, maize, soybean. Die Stückzahl in Deutschland der verkauften neuen Quadraks wird sicherlich gering sein, keine Frage. Ein Großteil von euch Zuschauern und auch von uns braucht diese Zugleistung nicht. Dennoch ist die Faszination groß und so lasse ich es mir auch nicht nehmen, hier noch ein paar Runden zu drehen, einfach der Faszination halber. Wie gefällt euch das Video? Habt ihr Fragen? Meldet euch einfach, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.